Ach so, ich rede und dann machen wir Eastern. Oh, Junge, nein! Rede, also ich tue so, als redest also, dabei. So, und dann haben wir hier falsche Synchronisierung. Ja, für die Lippen. Hallo, liebe Tabletop-Freunde. Das ist doch scheiße. Das ist alles scheiße hier. Und es führt nicht zum Ziel. Es könnte schon längst fertig sein. Ich wollte das drehen. Ah, okay. Das ist ja Thema Nummer 2. Oh, und ich habe neue Getränke mitgebracht, mein Freund. Was ist denn meine Pfeife überhaupt? Ich kann dir übrigens einen Weg sagen, wie man nicht reich wird. Nämlich durch Pfand sammeln, Junge. Komm doch mal. Du bist immer so weit vorne, du willst immer ich bin in den Vordergrund spielen. Daher kommt das auch, sich in den Vordergrund spielen. So, immer so. Ich sehe nichts. Eins, zwei, drei. Hallo, liebe Tabletop. Was bist du denn so? Hallo, ja, aber so leise und so. Hast ich du das Gefühl, ich will dich verarschen? Ja, mal schön im Hintergrund. Also im Hintergrund halten. Ja. Im Hintergrund halten. Zweiter Mann, zweite Reihe oder so. Nee. Immer guter zweiter Mann. Einfach zweiter, mal... Guter zweiter Mann kann man so sagen. Man könnte auch sagen, einfach das Klassenklauen. So immer zweite Reihe. Hier immer so vorne so, hey, mach mal. Und dann macht der vorne den, weil der ist der Coole. Und dann, in dem Falle wäre ich das ja gewesen, ne? Den Gag oder so. Alle am Feiern, ne? Er auch natürlich, weil er Spaß hat. Der Lehrer dann aber gesehen, dass er das gemacht hat, ich wieder irgendwie einen auf die Fresse gekriegt, raus und in dem Moment dann Debbie aber so und dann, wie war das nochmal mit der Formel? So. Ja, geil. So. Geiler zweiter Mann halt. In der zweiten Reihe, hinten im Bus und so. Naja. Hinten im Bus? Ja, das ist ganz cool. Ja, ganz hinten im Bus und so. Vorne zweite Reihe im Bus, das ist scheiße. Ja, oder direkt beim Schaffner und den immer so fragen. Immer voller, fahren Sie schon 50 km/h? So. Wie viele Marken haben Sie denn noch von den 1,30? Kurzstrecke? Ja. Darf ich die abreißen für den nächsten? So. Ja, so, dann geht das irgendwann los, die Fahrpläne auswendig. Ja, Mann, dann, haben wir heute noch so Karten eigentlich? Nee. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es aber noch so Durchsagen. Also er sagt das ja nicht mehr, der Schaffner. Aber dann kommt immer so ein Automatik, so nächster halt, bla, sowieso. Ja. Und er dann schon immer der dahinter so und labert den einfach aber auch genau die richtige Ansage immer da rein. Und der gleich kommt Germania Platz. Ja. Achtung, heute. Aber immer echt genau die Dinger, das ist geil. Muss man auch können. Vor so Typen habe ich gehasst. Die sahen auch scheiße aus. Meistens war auch der Sitz im Bus vorne rechts so komisch erhöht. Wo man eigentlich auch nicht sitzen sollte. Der Typ hat das aber trotzdem gemacht, weil... Weiter hinten, wenn er nämlich verhauen wurde. Richtig. Und immer schön vorne so am Schaffner oder Busfahrer, weil das hat man sich ja dann nicht erlaubt, weil man wollte ja noch mal... Weil hat man da Palaver gemacht, natürlich der Typ nicht in meinem Bus oder so. Genau. Aber stressig wurde es für den natürlich, wenn er da aussteigen musste, wo die anderen Kunden auch aussteigen mussten. Dann aber ganz schnell noch mit dem Tornister irgendwie an dem Gestänge hängen bleiben, so, oh, da wertvolle Sekunden verloren, fuck. So, und die Assis natürlich dahinter und dann geht die Bustür zu und dann, haha, komm mal her. Und dann so, nein, und der Bus fährt einfach weiter. Ja, auch so, ja, können Sie mich noch ein Stück mitnehmen, Endstelle, und direkt die Tür zu. So, geil. Was haben wir denn heute für ein Thema? Mega. Okay. Erstmal müssen wir ja vielleicht das, kann man sagen, neue Format erklären? Eigentlich ist es kein neues Format, aber wir hatten eine coole Idee. Mal so was total Abgedrehtes. Habt ihr noch nicht gehört vorher sowas und auch noch nicht gesehen? Auch ich nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wovon ihr redet. Das so machen. Wir machen das mit dem Thema am Ende. Also jetzt zum Beispiel Baumarkt Fliesenabteilung. Sagst du so, ich würde da gerne von dir demnächst 5 wissenschaftlich korrekt recherchierte Sachen zuhören. Ja, oder Fragen, die man einfach oder Fragen. Oder so, genau. So, jetzt kann ich mir nur irgendeine Scheiße ausdenken, aber ich muss das natürlich auch recherchieren und machen und tun. Recherche und Archiv. Bob Andrews. Also irgendwie so wird das neue Format. Genau. Geil. Ja. Gut. Trotz allem haben wir hier heute Labor. Aber schon mal vorab, deswegen haben wir ja jetzt auch schon bei dem Video und bei dem alten jetzt auch nachgeliefert, wie ihr ja schon gesehen habt, ein kleines bisschen verändertes Intro und ein neues Thumbnail.
weil neu alles. Alles so ein bisschen anders, ja, ne? Richtig. So, und jetzt müssen wir aber auch mal so langsam einsteigen hier. Denn was ist denn das Thema heute? Also, eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, was du mit dieser Lampe da links machst. Eigentlich hatten wir uns ja schon was überlegt, was Geiles. Ist relativ spontan entstanden, aber... Lampe, Alter. Ja, die Lampe da links, die das beleuchtet, hängt vielleicht... Ja, das hatte ich jetzt mal gerade entnommen. Einfach Daddy hat das Ding mitgebracht. Oh. Das wäre ganz scheiße, ja. Also Jungs, das ist mal so. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es jetzt, was es ist. Ich habe es erfragen müssen, weil es lag, das lag so auf dem Arbeitsplatz vom Bro. Ich bin reingekommen und es war sofort, es war für mich klar, es muss irgendwas indische Hände haben, was aus dem vollen Holz geschnitzt und hat irgendein, auf jeden Fall total... Geht gar nicht sowas. Also das ist sowas, das muss man eigentlich sofort auf der Steinplatte irgendwie. Ich wusste aber auch noch nicht, was es ist, aber ich wusste, ich wollte es zerstören. Auf jeden Fall, das wollte ich dann mal einbinden, weil ich habe da ein paar Fragen zu. Okay, okay. Ja. Ja, ich hoffe, ich kann sie dir beantworten. Also soweit ich das kann, werde ich das gerne tun. Aber ich hab ein paar Theorien zu dem, was es sein könnte. Also wir haben auf jeden Fall heute ein paar Fragen, wir haben auch ein paar Antworten. Aber wir haben noch was richtig Geiles, Lebenspraktisches für euch. Mal ganz nah an der Realität. Und zwar hatten wir uns letztens mal was Geiles überlegt. Um genau zu sein, war das sogar mal gestern am Telefon. Ja? Und zwar so läuft das Telefonat ab. Schule aus... Ich zum Auto, Deli zum Auto. Autos parken so nebeneinander. Deli steigt ein, ich steige ein und dann geht das los, weil ich rufe ein gekoppeltes Telefon mit Bluetooth, ruft ihn über sein gekoppeltes Telefon Bluetooth an, Scheiben sind oben, man guckt sich an und redet. So, wir hatten ja schon mal das Thema bei dem Messevideo Zeitschleife und Verzögerung und so. Da wird einem jedes Mal immer wieder nahegelegt und auch demonstriert, wie wahr diese Geschichte ist. Ja, klar. Ist, Zeitschleifen also, und so. Das kann jeder von euch nachstellen. Also, Experiment, das ist einfach faszinierend. Mega. Und dann ist das so, ältere Generation, also jetzt sag ich mal, unsere Generation wird das vielleicht kennen, alte Eastern, kennt ihr sehr wahrscheinlich... Wenn dann Kommunikation stattfindet, irgendwie einer redet, der Mund bewegt sich schon, aber es ist noch nicht zu hören. Und dann kommt die synchronisierte Sprache, weil kein Geld und so, voll billig einfach drüber gelabert, passt auch überhaupt nicht zu den Lippenbewegungen. Dann sagt er nichts mehr und der Text geht dann noch so weiter. Ja. Im optimalen Fall ist das so. Also wir können das jetzt mal nachmachen. Du kannst mal den Mund bewegen. Ja, hallo, heute ist das hier total schön und ich möchte euch was zeigen. Deswegen hältst du mal die Fresse und dann geht der Text noch so weiter. So, auf jeden Fall ist das der Effekt, den du hast, wenn du mit deinem Bro über ein Handy gekoppeltes Bluetooth-Handy-Gerät nebeneinander stehst, Scheiben hoch, dich anguckst und dann redest du. Weil erst bewegt sich dein Mund für den anderen und dann kommt der Ton, weil der muss ja total durch den Äther. Und überall wird er ja transportiert. Wir hatten uns auch gefragt, woran das liegt. Also es kann schwer nur mit Schall- und Lichtgeschwindigkeit erklärt werden, weil ist ja so nah. Deswegen muss es irgendwas mit Zeitschleife zu tun haben, ganz klar. Ich habe übrigens noch eine geile Idee für nächstes Mal. Das müssen wir mal ausprobieren. Ein Parallelquantum-Universum. Wir machen das nochmal, machen aber die Scheiben runter. Ja. Weil dann hören wir uns ja 1:1, aber auch zusätzlich noch ein bisschen zeitversetzt. Ja, dafür gibt es einen Fachausdruck, das nennt man im astronomischen Sinne den Doppler-Effekt. Ah. Und was passiert jetzt, wenn wir, weil wir stehen ja nicht weit voneinander weg, so laut brüllen, dass man jeweils sich selbst durch die eigenen Boxen, weil es ja hinten bei dem Mikrofon von dem anderen auch aufgenommen wird, hört. Oh. Plus das Zeitversetzte, was man ja eh hören würde. Das nennt man eine Selbst, wie war das nochmal? Selbstresonanz. Also wenn sich das dann immer durch das, die eigene Energiequelle stimuliert sich selber und dadurch kommt es zu einer Rückkopplungsschleife. Ja. Interessant wäre es dann aber dabei, Wildfuchteln mit irgendwelchen Seefahrtsflaggen Zeichen noch zu geben. Einfach so, um das Optische auch noch so ein bisschen. Oder ein bisschen zu untermalen, sonst kann man dem ja nicht mehr folgen. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns da unterhalten. Ja. Da kam dieses Thema zustande. Jetzt weiß ich auch, wo er hin will. Nur mal so für euch so. Ist das das Thema jetzt, was er besprechen möchte? Und zwar? Thema ist nämlich Jobs wo, oder Ideen zu Jobs, wo man einfach mal
richtig Asche mitmachen kann. Genau. Oder alternativ, wo man einfach mal richtig lusch leben, alles geil, so, ja. Also jetzt ohne Stress irgendwie arbeiten, also wo das Verhältnis stimmt, weißt du? Ich meine, du kannst jetzt irgendwie Chefarzt werden, da kriegst du gut Kohle, aber das ist ja scheiße, weil da hast ja immer Notdienst und Stress ist auf Hektik. Ja, und so, vor allem die Ausbildung auch voll kacke. Ja, auch das, anstrengend. Das braucht ja keiner. Nee. Ja. Und deswegen, es gibt da ein paar Dinge, die wirklich geil sind. Ja, und die funktionieren auch. Ja, die funktionieren auf jeden Fall. Machen wir auch alle. Wir haben das aber auch jetzt nur mal für euch so als Anregung, damit ihr auch einfach mal was aus eurem Leben machen könnt oder so. Möchtest du den sagen von gestern? Weil es war ja im Prinzip deine Idee. Wir haben ihn dann noch ein bisschen ausgearbeitet, damit es jetzt auch gut umsetzbar ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das Geschäftsmodell verraten sollen. Weil das so geil ist. Ja, und wenn das jetzt jeder machen würde, dann würde das ja vielleicht nicht mehr funktionieren. Ich möchte gar kurz vorher dieses Teil von Radis Servieren also einbauen, weil das, ich habe da auch direkt eine Geschäftsidee zu entwickeln, die ich sehr wahrscheinlich jetzt auch nach dem Video hier in Anspruch nehmen werde, um dann halt damit durchzustarten und noch mehr Kohle zu scheffeln. Ja, klar. So, dieses Teil hier. Oh Junge, dann sitzt. Zeig es euch nochmal. Das ist doch geil, oder? Was ist das hier? Ich weiß ja jetzt leider, was es ist, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht. Also, meine Idee war, dass das Teil hier, das ist hier übrigens modular, kann man das hier entfernen. Was man dann hat, also das ist ja multifunktional, dieses Teil. Also was man jetzt hier hat, das ist ein... was viele ja nicht wissen, das Snowboardfahren wurde ja ursprünglich in Japan entwickelt, weil man da auch hohe Berge hat und mit Schnee und so. Und wer Japan und Chinesenfilme kennt, kennt diese Schuhe, die man sich in den Fuß... Die haben oh ja, diese, ja, sicher. Dinger und dann hier mit diesem Schlauch. Das muss von einem sehr großen Mann gewesen zu sein. Oder... Aber er hatte eine komische Fußform, oder? So. Oder meine Theorie dazu, das wird nämlich auch nochmal geschichtlich was komplett durcheinander wirbeln, das ist ein originales Replika von Bigfoot. Wie man weiß, ja. Bigfoot oder Yeti Schnee ist nämlich in Japan geboren. Der hat sich solche Schuhe gemacht. Und diesen Schuh hat man dann irgendwann gefunden, irgendwo an so einem Berghang und abgeformt. Abgeformt und dann, weil man ja Thema Snowboard runterfahren und so, damit man erstmal Snowboard fahren konnte in den Kinderschulen, waren das die Kindersnowboards, die man genommen hat, um einen Schultermin hier mit den Kindern zu machen. Und damit die nicht sofort wie die Irren den Berg runterrasen und man die dann nie mehr wiederfindet. Und dann kriegt man Stress mit den Eltern, weil es der einzige Sohn und Geburtenregelung und alles hier, den ganzen Scheiß. Das ist aber ganz scheiße. Ja, so. Ja. Also ja. Hier diese Dinger dran gelassen, ne, die sonst abgehauen haben, für die Erwachsenen, die sind runter, in dem Schnee und dann... ist nicht so schnell. Genau. Ja. Ist halt so mit Bremseffekt. Deshalb... Erste Version, entweder war es ein Snowboard von einem Yeti-Schuh. Als Originalreplika, ja. Ja. Oder, was es auf jeden Fall ist, weil ich es hier jetzt weiß und es funktioniert immer noch nicht. Aber du willst schon gleich verraten, wie du damit dein Geld machst, ja? Geld? Ja, hast du doch gesagt, als geile Geschäftsidee. Ja, die geile Geschäftsidee dabei wäre ja gewesen, das Ganze, stimmt ja, das Ganze wieder aufleben zu lassen, weil das ist ja ziemlich retro, das wird ja heute nicht mehr gemacht. Und es gibt ja diverse Menschen, die sich sowas im Internet bestellen, warum auch immer. Und damit kann man Geld verdienen. Vielleicht nicht viel, aber etwas. Kann man damit viel Geld verdienen? Ich habe keine Ahnung. Du hast es doch gekauft. Ich hab das nicht gekauft. Okay. Ich weiß auch nicht genau, was es gekostet hat. Seine Frau hat es gekauft. Ja. Was ich jetzt aber erfahren habe, dieses Gerät ist gar kein Snowboard, sondern ein Meditationsstuhl. Dieser Meditationsstuhl kam als Bausatz schon an. Für uns Hobbyisten ist das eigentlich gar kein Problem, weil es sind 1, 2, 3 Teile. So, für die ganz krassen Schwachmaten hier noch nummeriert, 1, 2. Nur das Problem ist, wenn man das aus Fernost dann halt bestellt oder asiatischer Raum Indien, es kommt mir so vor wie Indien, wenn ich mir das so angucke,
mal kurz in die Disse-Abteilung. Meistens sind ja so Leute, die hier so auf Meditation machen und so, sind ja eigentlich so gekoppelt, wie heißt das, Fairtrade, lass die anderen leben, gleiche Stufen und sowas halt, also alle Menschen sind gleich und so, kaufen dann aber bei Amazon dieses Teil für sehr wahrscheinlich 15 Euro, was am Ende auch nicht mal zusammenpasst. Das bringt dann der Bro da wieder mit in den Bunker, damit ich mir da mal da was angucken kann, um diesen Meditationsstuhl halt richtig zusammenzubauen. Ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht nachher die Meditation, sich da drauf zu setzen, sondern das zusammenzubauen. Darum geht's, aber das habt ihr nicht verstanden. Ich glaube auch. Ja. So. Also das wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Also das Teil ist der absolute Knaller und ich werde es gleich irgendwie richten. Und dann wird es auch passen, damit dein nettes Volk. Weil ich weiß gar nicht, ob das so rum richtig ist, weil guck mal, wenn der Winkel jetzt so ist, dann ist das ja, steht das ja gar nicht. Du kannst da drauf dann so wickeln. Ja, Balanceakt, also Meditation, innere Mitte finden und so. So dann? Alter, ich habe echt keine Ahnung. Nee, das passt auch nicht. Doch, wir machen das gleich. Du hast das jetzt gerade nur falsch rum gemacht. Ich glaube auch. Also es wird auf jeden Fall ein Knaller, dieses Teil. Ja. Das Snowboard. Okay, und damit machst du dann Geld. Ja, so rum ist besser. So, guck mal, das passt auch ineinander. Ja, aber jetzt... Aha! So, kann man Kunst das erkennen? Ist jetzt darauf, gerade zu sitzen. Alter, das Ding ist eigentlich sein Geld wert, weil... Ja, passt das? Ohne Ende Spaß. Das ist ein Bausatz. Pur, ja. Das ist ein Bausatz. Okay. Das ist eine Wippe. So, jetzt Abbruch, komm. Das Ding mal ist durch. Geschäftsideen. Geschäftsideen. Also, möchtest du nochmal die Frage jetzt nach 200 Minuten, Stunden? Also, unsere Geschäftsidee von dem Telefonat bei gestern, ja. Eastern, war, da wir ja jetzt so ein bisschen auch RC-Autos und sowas jetzt machen, also Danny hat mich infiziert, der macht das schon ja ewige 1020 Jahre und ich mache das jetzt so mit und macht auch echt Bock, haben wir uns überlegt, weil wir gestern überlegt haben, was machen wir denn? Und weil wir hier gerne dann da sitzen und dann Karre auseinanderbauen, sauber machen, Kugellager fetten, irgendwas wieder zusammenbauen, auseinander, zusammen, kam da die Idee, wir bieten das als Service an. Und zwar, wir besorgen alle Teile im Original, weil das ist ja ein Bausatz, das kann man sich so vorstellen, sogar so ein bisschen wie GB, auch mit Ausknipsen und so einen ganzen Scheiß. Besorgt alle Teile, alle elektronischen Bauteile, also Regler, Motor, Servos, Reifen, alles was man braucht, um ein geiles Gefährt zusammenzubauen, ergo hat Schaden für Karosse, so. Und bieten den Service an, aber nur an ganz reiche Scheiß. Ja. Weil ja auch klar ist, dass nur die zum einen die Kohle haben und auch das zu schätzen wissen, dass man einfach professionell German Quality, ja, dieses ja. Teil irgendwie zusammenbaut und eben auch geil. Also, dass man dann weiß, so, also die Idee ist, der Scheich hat einen Sohn jetzt und der Sohn so, ja, ich will auch ERC und Dings und muss alles fertig und so, aber natürlich überhaupt keinen Plan. Aber nur europäische ERCs, weil geil. Ja, klar, und hat auch überhaupt keinen Plan irgendwie, wie das alles funktioniert und klar. Deswegen sagt der Papa, Junge, keine Ahnung, pass auf, regel ich für dich. Kommt zu uns, sagt so, pass auf, Budget ist mir scheißegal, aber es muss geil sein. Also ich stelle mir sogar vor, dass er nicht zu uns kommt, sondern irgend so einen Hof angestellt ja, hat. Ja, sicher. Der erstmal so als Dolmetscher auch so ganz irgendwie so bekackt da, irgendwie so, hallo. Man denkt auch so, was will er denn jetzt hier? Ja, genau. Aber so. Na? Und dann kommt die Anfrage von dem Scheich. So, erzähl weiter. Ja, also die Anfrage, also hier, Budget ist mir scheißegal, was braucht er, 5.000, 10.000, Latte. Muss so vom Geilsten sein. Das geilste Zeug, macht das fertig, baut das schön professionell zusammen so und dann kriege ich das. Natürlich werdet ihr dafür entsprechend entlohnt. Deswegen unsere Rechnung. Richtig. Also Budget und Dings und so, das ist das eine. Haben wir nichts mit zu tun. Ich meine, können wir auch machen, muss dann so die Kohle in die Hand drücken. Oder er gibt uns die Teile und wir machen das. Kein Problem. Ja, weil er keinen Plan hat, gehen wir natürlich in den Laden. Genau, und so, das gehört ja schon zum Job. Ja, weil rumfahren in den Laden, checken irgendwie, wo man den geilen Stuff bekommt. Dann auch im Laden so, ja Leute, was habt ihr denn hier an Regler-Motor-Kombo? Das und das, mhm. Was hast du gesagt? Ist nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht, kannst du vergessen. Mach mal
den geilen Stuff. Den geilen Stuff. Machen wir die Schublade unter der Tür. Genau, mal den geilen Zeug. So, den pöbeln mal hier weg, mal Gasse hier, ne? Ja. Für den Meister, ja, jetzt zeig ich mal hier den geilen Pindunsen-Kram. Dann, nachdem alles irgendwie gemacht ist, wir unterwegs, alles geil eingekauft und so, schön gemütlich in den Bunker setzen. Genau. Heizung an. Heizung an, Film an, geilen Film, die Barbaren zum Beispiel. Dann geil schön alles zusammenbauen und so, wobei Bunker stimmt ja gar nicht, weil zu dem Zeitpunkt, man hat eine kleine eigene Werkstatt, genau, weil es muss alles professionell, man braucht ja auch Platz und so. Und die Sache ist, wenn das dann fertig ist, hin Teststrecke dran. Eine Onroad, eine Offroad, also zwei Teststrecken. Weil man muss das ja auch mal einmal angetestet haben, gefahren, damit, wenn wir das dann auch rausgeben, sagen können, yo, genau so läuft. Der läuft richtig gut eingestellt. So, auch gut eingestellt sind zwei Personen, nämlich zwei Tittenmäuse, die die ganze Zeit nur darauf warten, dass wir irgendwas testen. In dem Moment springen die hoch und im Bikini und so machen die da mit Nummern rum und irgendwas. Boxengasse, Boxenkrumm, Boxenluder, so. Ja. So, und also das muss sein, weil sonst kann man das nicht richtig einstellen. So, und die Sache ist jetzt, wir verlangen ja keine Unsummen oder so. Wir haben uns überlegt, so 400 pro Karre pro Person. So, und dann kann man nämlich immer parallel zwei Sachen machen, weil dann können wir uns immer schön hinsetzen und dann sagen wir mal, jeder zwei Karren die Woche. Absolut machbar, schön auf Chili. Ich sage, du wirst nicht reich damit, aber super geiles Leben, weil du fährst nur ein bisschen durch die Gegend, hier gucken, da gucken, alles geil, setzt dich dann gemütlich hin. Halt. Ja, da fällt ja auch immer was so ab. Also wenn du sagst, das kostet 10.000, nur Material, kaufst du für 5 ein. Also hast du schon mal... Ja, und vor allem, man muss ja auch dann hinterher, wenn der Sohn vom Scheich das dann gecheckt hat, irgendwas funktioniert nicht so, weil der fährt das Ding direkt kaputt oder hat eh keinen Plan und so, hier für langsame Scheiße, irgendwas brennt oder so, dann hallo, es ist eingestellt für Racing. Hast du wohl einen Fehler gemacht, Junge, weil wir haben alles perfekt gemacht. Da haben wir dir auch bewiesen an unserer Strecke, es lief alles super geil, da hast du wohl einen Fehler gemacht. Der Vater schon angekotzt, weil den Scheich interessiert so eine Kacke eigentlich nicht. Der baut sich da eine Autobahn zu Hause hin und sagt, Junge, hier einmal Ferrari fahren, baue ich mir jetzt eine Autobahn. Aber der macht das in real. Aber der will halt, dass dem Sohn das irgendwie auch gefällt und deswegen sagt er, Junge, läuft nicht, wo ist das Problem? Wir erzählen dann genau das so, ja, hier war richtig eingestellt, da total nicht drauf und so. Dann müsste man eine Einstellung machen, die für den passt. Dann sagt er, kein Problem, nimm die Kohle, mach fertig, so. Auch da bleibt ja dann wieder was. Ja. So, ne? Also, das könnte man machen. Ja, aber man also, ist kein Millionär. Nee, aber man könnte... Millionären zu tun, das ist ja auch schon mal was. Ja? Ja, dadurch ergibt sich vielleicht so das Ganze drumherum so. Dadurch erreicht man ja eigentlich den Einstieg in die High Society. Auf jeden Fall. Und somit dann sehr wahrscheinlich zu einem nächsten Jobwunder, was du da... wird sogar fast passen. Ich habe nämlich eine super geile Jobidee. Als Millionär, dann wird man dann Millionär? Man könnte Millionär werden. Man muss es halt richtig machen. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie die offizielle Jobbezeichnung ist. Das weiß ich dann bestimmt. Man kann es ganz gut umschreiben mit Arschkriecher. Weil ich sag mal so, die einzige Fähigkeit, die du haben musst, ist, an die richtige Stelle im richtigen Moment zu kommen und genau die richtigen Sachen zu sagen. Weil du brauchst kein Skill, du musst nicht gut sein in deinem Job. Dafür brauchst du richtige Skills, Junge. Ja, aber jetzt nicht handwerklich oder so. Also du musst keine Ahnung, es bringt auch nichts, wenn du jetzt eine Ausbildung dazu machst. Geh auf irgendeine Schule und lerne lesen, das bringt nichts. Das ist eine Fähigkeit. Also du musst die Fähigkeit halt haben. Aber wenn du die Fähigkeit hast, nennt man das The Game. Ja, aber wenn du diese Fähigkeit hast, dann geht aber mal alles. Dann geht das aber bis ganz nach oben, wenn du das möchtest. Du kannst es dir gestalten, wie du willst, weil, okay, ein bisschen kriechen, ein bisschen mal so wie die anderen und so meinen, aber es geht. Also ich bin nicht ganz bei The Game, weil ich bin ein bisschen schon beim Arschkriecher. Also so ein kleiner Spacko, wo man echt immer denkt, so Alter, was ist dem eigentlich seine Daseinsberechtigung? Die Sache ist nur, wenn der abends nach Hause geht, Junge, der hat alles, was er will. Ja, aber es hilft den Leuten ja jetzt nicht. Ja doch, du musst einfach professioneller Arschkriecher werden. Dann kannst du zum Millionär bringen. Du kannst ja nicht was verlangen, was du nicht gelernt hast. Was du nicht lernen kannst, sondern was eine Fähigkeit sein muss. Ja gut, aber dann andersrum hast du das Problem bei allem. Weil ich sag mal, das, was wir gerade gesagt haben, setzt ja auch die Fähigkeit voraus, dass du irgendwie diese Karren zusammenbauen kannst. Ja, das können aber die Jungs, die da draußen hier GW-Scheiß zusammenbasteln, oder geilen GW-Stuff, die können auch sowas. Nicht alle vielleicht. Okay, aber, da gibt es auch ein paar richtig bespackte... Aber meinst du jetzt nicht,
dass die da draußen, die unsere Videos gucken, dass da vielleicht auch der ein oder andere dabei ist, der auch Arsch kriechen könnte. Doch, ich kenne sie sogar persönlich. Also da brauchen wir gar nicht, nur die nutzen diese Fähigkeit nicht, um halb Millionär zu werden. Deswegen mach das einfach mal. Dann habt ihr bald keinen Stress mehr mit der Kohle. Ganz einfach. Lustig, aber hat mich jetzt auch noch nicht überzeugt. Und übrigens, ich habe ja am Anfang gesagt, diese Jobs haben wir alle. Diesen Job habe ich zum Beispiel nicht. Hast du den? Ich bin nur professioneller Arschkriecher quasi. Doch, das bin ich. Aber dafür kriege ich kein Geld. Nee. Teilweise bei meiner Frau muss nicht das sein, damit ich dann wieder mal, wenn ich es übertreibe hier mit dem Otto, noch mal einen Tag dranhängen kann, Hobby. Das ist ja diese Punktekonto-Nummer. Muss das ja immer irgendwie, kenne ich auch. Kennt ihr auch die Punktekonto-Nummer eurer Freundin? Kennt ihr doch bestimmt, oder? Ja, Junge. Also wer kennt das denn nicht? Also Punkte sammeln bei der Rollen? Ja. Man kann es ja auch anders nennen, aber das Prinzip ist immer dasselbe so. Ne? Also man muss halt immer gucken, dass das alles ist, ist ein Geben und Nehmen. Habe ich letztens übrigens, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich habe richtig Fettpunkte gesammelt, war aber auch so 4-Stunden-Projekt. Hat auch so ein bisschen was mit Hobby zu tun gehabt, war eigentlich ziemlich geil. Also, kurz, soll ich erzählen? Natürlich. Also richtig Fettpunkte habe ich gesammelt, indem ich Frau und Kinder in den Osterferien weggeschickt. Das ist eigentlich seit Jahren schon immer so. Dann hatte ich immer Zeit, die Bude zu renovieren. Hatte ich diesmal aber nicht so Bock drauf und wollte aber auch nicht nichts machen, weil wenn die wiederkommt, dann Riesenpalaver, jetzt waren wir schon weg und du hast nichts gemacht. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Sicher, dass das so eine gute Idee ist, das jetzt hier in diesem Video so zu erwähnen und auszuführen? Ja, weil die Alte guckt das nicht. Also das ist mir scheißegal. Alles wenn klar. Die das immer sieht, dann sagt die, oh nee, Junge. Am Anfang schon so, ja, okay. Genau, wenn die uns sieht, dann ist das deswegen hier total safe. Die wird, glaube ich, eher irgendwie... keine Ahnung, irgendwas gucken, aber das guckt die gerade nicht. Auf jeden Fall. Und wenn, Schatz? Jetzt doch mal auf Sicherheit. Ist ja geil. Nur für die Kamera. So. Ne? Inszeniert und so. Auf jeden Fall, die Alte weg, Kinder weg, zu Hause Ruhe. Yeah, mega fett. Ich mich umgeguckt, irgendwas musste machen. Wollte eigentlich streichen, aber keinen Bock. Habe ich die Scheiße sein lassen. Guck mir den Ofen an. Und meine Frau ist so ein bisschen... Technisch ist sie so, ja, Vollspacko. Die kriegt das irgendwie nicht so geregelt, so vorausschauend zu denken, wenn ich das mache, hat das eventuell diese Folge oder diese Reaktion auf sich, bla bla. Demzufolge unser Ofen. Klappe, Fenster. Durchgucken, Hühnchen schon knusprig, ja, nein, hol ich raus, ja, nein, dafür Fenster. Diese Klappe besteht aber aus einer Frontscheibe, da wo man dran guckt. Dann kommt noch eine Scheibe, ich glaube für die Isolierung. Dann wieder ein Luftraum und dann nochmal eine Scheibe. Umluftherd, das ist der Knopf mit dem Propeller, dann dreht sich hinten irgendwas. Irgendwann mal eingestellt. Ja, ich muss das aber erklären. Irgendwelche scheiß Fettspritzer irgendwie dazwischen. Läuft die Soße runter, Vollgas gegeben. Eingebrannt dazwischen, sieht einfach kacke aus, weil Lampe im Ofen, du guckst da durch und immer hast du diese Scheiße, wie so schlieren, aber in noch beschissen. Ja, und voll eingebrannt. So, was habe ich mir gedacht? Und sie immer so, boah, das sieht total kacke aus, dabei hat sie die Scheiße ja fabriziert, weil sie kocht ja auch da mit, ne? So, kannst du das nicht mal richten? Und dann war voll der Alarm und geguckt und hin und her und hatte ich einen Bock drauf, jetzt habe ich Ruhe. Dann kommen wir zum Hobbypart, ich bastel das Ding auseinander. Okay. Werkzeug besorgt, irgendwie dann mal geguckt, habe die Heckklappe nicht rausgekriegt, Wutanfall, dran rumgerissen, schon wieder fast ein bisschen was verbogen, dann natürlich YouTube, Heckklappe ausbauen. Dabei waren halt nur zwei Laschen, dann konntest du so rausheben, einfach total behindert einfach, aber ich habe es dann erst begriffen, so Heckklappe raus. Alles auseinandergebaut, alles in der Küche verteilt, ich wusste nicht, ich sag die ganze Zeit Heckklappe, ne? Ofenklappe. Ich wusste gar nicht, dass diese Ofenklappe aus so vielen Scheißteilen besteht, mit Dichtung und alles hin und her. Auf jeden Fall alles auseinandergebaut, alles hier mit dem Schaber und hier wieder alles auf Tutti eingebaut, Licht angemacht, man hat nichts mehr gesehen, von innen alles sauber gemacht, der Ofen war super geil, 4 Stunden habe ich da gemacht. Sie kam aus dem Urlaub, warum ist nicht gestrichen? Ich sage ja, weil der Farbton war nicht vorhanden. Wir müssen dann nochmal zusammen hin, so, weil sie hatte irgendwie so einen komischen Farbton. Gab's nicht. Und bevor man den falschen Farbton nimmt, Junge, lässt das nochmal machen. Ja, bist du verrückt, kannst du nicht machen.
Aber Schatz, komm mal mit hier in die Küche, guck dir mal den Ofen an. Licht angemacht, tada. Und sie natürlich total begeistert. Punktekonto ging so hoch. Ja. Und danach konnte ich dann natürlich erstmal wieder hier ohne Ende Hobby ausreizen. Mega. Gute Geschichte? Ja, gute Geschichte. Es ist keine Geschichte, es ist die Wahrheit. Oh ja, alles hier ist die Wahrheit. Sonst würden wir es nicht erzählen. Das zum Thema Punkte sammeln. Ja, Thema Punkte sammeln. Eigentlich sind wir darauf gekommen, weil wir waren ja bei Jobidee Arschkriecher. Was haben wir denn noch für eine Jobidee? Hast du noch eine? Um Millionär zu werden? Man muss nicht unbedingt. Kann ja auch einfach was sein, was sehr nett. Einfach einen geilen Job. So, Latte. Ob also mein oder nicht. Traumberuf war immer, also in der heutigen Zeit nicht mehr, aber ich fand immer geil Lude. Weil immer geile Karren, immer geile Friesen, immer geile Weiber und immer vor allen Dingen Arschlecken, was alle anderen sagen, einfach machen. Ja, aber Problem ist ja aber auch Stress. Da hast du doch auch Stress. Wenn du ja richtig fette Lude bist, hast du gar keinen Stress, weil dann hast du so Typen, die regeln dann für dich. Aber in der heutigen Zeit halt schwierig. Ja, und du musst doch aber auch erstmal an diese Position kommen. Ja, und das ist ja wiederum doch wahrscheinlich der Arschkriecher-Job wieder. Ach so, oh, also einmal schön in die richtige Position pimmeln und dann wirst du. Genau, dann bist du hier der Combo-Master. Cool. Ja. Das ist eigentlich echt eine geile Kombi. Weil Kohle gut, Job geil, Karre geil. Wird hier übrigens auch stehen, so wie auf dem Thumbnail, so mit der Goldkette, wärst du eigentlich auch so ein geiler Lude. Geil, Junge. Ja. Wie würdest du dich denn nennen? Weil Luden haben ja eigentlich immer so einen Special-Name. Special-Name weiß ich nicht, ich wäre einfach Jeff. Jeff, okay. Also bei der letzten Lude heißt der eine Typ ja der Stullen, Andi. Solche Namen finde ich geil. Ach, solche Namen findest du geil, ja. Das wäre zum Beispiel eine Idee, um Geld zu machen, um sich selber nicht richtig den Rücken krumm zu machen. Mhm. Und ja, du hättest auch immer Freinummern. Du könntest ballern, bis der Arzt kommt, den sogar dann noch einen in die Schnauze hauen und sagen, komm hier, Bitch, kriegst nochmal 20 oben drauf. Und alle finden das gut. Ist ja scheißegal, also, weil das ist, ist ja auch deins. Ja. So. Ja. Mega. Ich würde dich auch einstellen als Lude Nummer 2, mein zweiter Mann und so. Ja, das gibt's aber nicht. So ja, das gäbe es bei mir, weil ich wäre der Oberlude. Nee, Junge, so läuft das aber nicht. Doch. Wenn überhaupt, dann, so läuft das dann hätte ich ein anderes Gebiet und dann ist die Frage, wer hier der Oberlude ist. So. Ach, du wolltest mit mir Beef anfangen, Junge? in diesem Universum und in diesem Fall schon. Ja. Echt? Ja. Junge, das müssen wir aber, wie sehe das denn dann aus? Wie viele Weiber hättest du denn am Start? Das sage ich dir nicht, weil wahrscheinlich läuft ja alles Mögliche im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich laufen meine Weiber ja auch über dich und ich denke mal, die laufen für mich. Genau. Und so. Du machst immer einen auf dick, aber alle irgendwie checken es eigentlich. Du nicht, aber yeah, voll am Start und in also. Wirklichkeit so haben. Komm mal her. Geil, so meinst du? Ja, genau so. Ah, und woher habe ich dann die Kohle, um hier alles fett hier zu machen und so? Ja, du hast immer genau so viel Kohle, wie dir bewilligt wird quasi. Also so viel, weil ich kann das gut einschätzen, wie viel du brauchst, um zu denken, dass du hier der... Okay. Oberchecker bist, aber nur so. Aber eigentlich bist du das. Ja. Aha, geil. Genau Yo. So. Fett, also wärst echt so gegen mich, nicht so an meiner Seite hier so ein Bro, wir machen also alles zusammen. Meinst du dann schön groß? Ja, also Weltherrschaft. So groß. Oh, Weltherrschaft direkt. Das ist natürlich, da wäre dann genug Platz. Das Weltherrschaft der Luderei. Der Luder, ja. Wie die Loge sind wir nicht... Die Luge. Ja, oder einfach die Lude, weil da checkt dann die keiner, weil immer wie die Lude. Genau. Was checkt der denn nicht? Ist doch der Lude. Die, ja, nee, Junge, wir reden doch von der Lude. Nicht die geheimen Freimaurer, die geheimen Geheimficker. Ja. Geheimen Ficker. Aus der Lude. Nicht aus der Loge, aus der Lude. Ja. Ja. Kann man also machen. Das wird gehen. Ich habe jetzt noch eins und das ist wirklich wahr. Ich habe jetzt noch eine Idee, womit man vielleicht Geld machen könnte. Vielleicht sieht das einer und der zieht das Ding durch. Fände ich voll geil. Habe ich das letzte Mal mit dem Daddy gespielt. Da haben wir noch überlegt, sollen wir was sagen? Ja, nein. Ich sag's jetzt einfach, weil ich fände es einfach mega. Das Spiel, was ich meine, habe ich
damals immer mit den Messekollegen gespielt, wenn uns mal kurz langweilig war. Soll ich das erzählen? Oh, das ist aber eine ganz große Idee. Das ist eine große Idee und das gibt es wirklich noch nicht und es hat mit einer App-Entwicklung zu tun. Also wenn einer draußen ist von euch, der Apps entwickeln kann, der könnte dieses Spiel entwickeln und im App Store verkaufen. Und ich glaube, das wird aber. Hast du ein Handy dabei? Wir können es ja mal kurz demonstrieren. Es wird aber millionenfach. Ja klar, alle wollen das haben. Also, das Spiel habe ich getauft mit dem Namen Google Fick. Das heißt, notwendig ist so, also hier, wo ist es? Da, einmal Google, ne? Handy geht, iPad, PC, relativ egal. Genau. Aber man kann die App ja auch, das ist ja kein Problem, ne? So, Google.de. Google.de. Und jetzt? Jetzt musst du dir vorstellen, 4 oder 5 Messebauer, Arschlöcher, Monteure sitzen zusammen, denen ist langweilig. Man ist schon 3-4 Tage auf Montage, hat noch irgendwie 2 Wochen vor sich. Irgendwann kommt das Thema Vögeln auf den Plan, weil irgendwann siehst du irgendwelche Weiber mit Schrubbwagen, die du vorher mit den Kneifzangen nicht angucken würdest, den Gang entlang in der Messehalle und musst dann hier von den bulgarischen Trackern versaute Pissoir reinigen. Und selbst die findest du dann nach 4-5 Tagen geil. Also nicht diese, die Klos, sondern diese alten da. Die Trucker. Und dann sagst du, boah, jetzt mal hier und so, ne? Also so. Und dann ist das irgendwie zu schaffen. Dann habe ich gesagt, die würdest du mal durchorgeln. Und dann sagt der andere, ja klar, du nicht. Dann sagt der andere, nee, bist du behindert, bla bla. Und dann so, boah, bist du schlecht, was würdest du denn alles hier hämmern, nur weil du geil bist, so hin und her. Und dann halt Google Fick. Und dann hat man so gesagt, pass auf, der Nächste sagt einen Namen, eigentlich ist es am besten mit 3, wir müssen das jetzt gleich so machen. Der Erste sagt einen Namen, der Zweite sagt den Nachnamen, der Dritte muss die beiden Namen eingeben, auf Bild klicken und das erste Bild, was erscheint, diese Person müsste man dann ficken. Hört sich jetzt total unspektakulär an, aber... Aber wartet ab. Und vor allem genau das dann als App, also nicht hier Google eingeben und auf Bilder klicken, erste Bild oder richtig. So, sondern einfach so ein Generator quasi. Ja. Der aber sich der Google-Datenbank von mir aus bedient so, weil da ist ja genug. So. Stellt euch das mal vor, auf einer Party oder ihr seid 3 Jungs, 4 Jungs, habt schon mal ein bisschen was gesoffen. Einer holt das Handy raus und sagt so, Jungs, wir spielen jetzt hier eine Runde Google Fick. Und alle so, was spielen wir? So, pass auf, der Erste so. Und dann sag mal einen Namen. Gisela Rheinbach. Gib das jetzt mal ein. Jetzt können die natürlich denken, ja, die haben sich jetzt hier, wir wissen jetzt nicht, was da für ein Bild kommt. Also wir haben nicht vorher so geguckt, oh, hier, die ist so, super hässlich oder so. Gisela Rheinbach. Boah, Junge. Er ist müde. Ja. Irgendwie geht das hier gerade nicht. Doch, es geht. Deswegen muss ja eine App entwickelt werden. Genau, weil das dann einfacher geht. So, Gisela Rheinbach, Bilder. Wieso kommt denn bei mir ein Mann jetzt? Also. Gisela Rheinbach ist dieser erste Typ, den würde ich anscheinend ficken, weil es ist durch Google, dem Universums-Suchmaschinengerät, so bestimmt worden. Ja. So, das war das Omen. Für dich vielleicht noch ein Ursula. Werner. Ursula Werner? Ja. Okay. Ursula Werner. Scheiße, hier, Bunker. Wo ist Google? Hier. So, gesucht Bilder. Oh. Genauso. Ja, das geht ja schon fast. Also besser als mein Typ. Aha, das geht ja schon fast, sagt der Bro. So, also ihr habt das Spielprinzip verstanden. Ab 3 Leute aufwärts, mega. Zu zweit natürlich jetzt nicht so vor der Kamera. Wäre meine Idee, Google Fick. Das als geile App verpackt, nicht mit viel Schnickschnack. Okay. Einfach nur, dass es wirklich überall läuft. Also hier Android, Apple, scheißegal. Auch die alten. Also du kannst, das wäre auch eine geile Verkaufsdings dann.
alte Smartphones und so, braucht kein Mensch mehr, aber Junge, mit dieser App läuft das. Da läuft auch noch ein iPad 1 irgendwie und genau. Richtig geil smooth und eigentlich läuft. Bräuchtest du nur so eine Maske, oben ein Suchfeld, wo du den Namen eingibst, Vor- und Nachname, ja. Dann den Startbutton und darunter ist dann einfach ein Fenster. Also, ja, so ein Fenster, nur das erste Bild erscheint. Genau, ja. Nur das erste Bild wird dann erscheinen. Und dann die Weiterentwicklung der App, also dann 2.0 oder Pro oder so, wäre dann, dass man noch für dieses Bild, was jeweils kommt, also in dem Rahmen, verschiedene Frames einstellen kann. Also ja. Zum Beispiel so ein Bling-Bling oder ja. So Flower-Dings oder so. Direkt unten mit Exportfunktion, dass man dieses Bild dann mit verändertem Rahmen einfach im Messenger sendet. Oh, oder noch viel geiler, wenn man das öfter spielt, auf einer zweiten Seite hätte man wie so ein Panini-Album. Oh, ja. Mit so goldenen Rand. Geil. Sich die alle sammelt, die man selber schafft dann hinterher. Genau, die man schon alle weggehackt hat. Ah, also, ne, und dann kann man sagen, ja, hier, guck mal, Junge, die habe ich schon alle weghämmert. Da sagt er, ne, was, das ist ja noch gar nichts. Guck mal hier. Und dann ja. So Statistik, irgendwie 80% nur Kerle, so ganz komische Nummer, der Typ. Aber so. Ja. Oder einer sagt so, der hat das Glück und erwischt immer geile Perlen und sagt so, boah, Junge, seid ihr Loser. Guck mal, das ist ja so mein Ding. Klar, die Nummer 6 mal so ein Ausfall irgendwie, aber dann geht's wieder hier geil weiter mit den Schnitten. So. Ja. Google Fick. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja. Also ich weiß auch nicht, ob so eine gute Idee war, dass du diese Geschäftsidee jetzt gesagt hast, weil wenn das jetzt einer drauf hat und einfach mal macht, Junge, das geht ab. Also ich glaube, für 90 Cent kauft das jeder im App Store. Ja, klar. So einfach mal so. Ja, sicher. Der Partyspaß. Google Fick. Ja. Auch für jedermann. Jedes Alter. Ja, genau. Keine Altersbeschränkung. Du kriegst keine komischen, versauten Bilder oder irgendwas. Nichts. Alles man cool. Man könnte ja auch, man muss es ja nicht Google Fick nennen, sondern um die Kaufsparte. Natürlich ist das provokativer. Würden mehr Jungs kaufen, weil Mädels glaube ich nicht. Aber man könnte ja sagen, so auf ganz schlecht, so auf jamba.de, so aus den 90ern, nennt man die App, wen datest du als nächstes? So. Oder das wäre wahrscheinlich in dem Werbespot so. Ja. Wen datest du als nächstes? Google Date. Ja. Ich weiß nicht, ob Google geschützt ist, aber vielleicht nimmt man dann gar keinen Namen von der Suchmaschine mit rein, sondern man nennt das Ding Besserfick. Einfach so. Oder. Ja. Oder einfach nur Fickfuck. Oh, Fickfuck ist auch sehr geil. Das kriegst du dann auch als Eigennamen schön mit Copyright drauf, genau. Und so. Ja. Kannst du T-Shirts hinterher drucken. Ja. Mega. Das wird, Alter, das wird richtig abgehen. Das wäre geil. Fickfuck Engine. Das ist die Fickfuck Engine. Auch mit geilen Sounds. So. Ja, ja, klar. Wenn der so sucht, so alte Modem-Sounds. Ja, genau. Und in dem Moment, wo das kommt, so Fanfaren. Ja, Fanfaren. Und dann, so, yeah, yeah. Und dann kommt das Bild so und dann macht nur noch so eine erotische Stimme so, oh yeah. Oder so. Immer wieder nur der gleiche Sound so, oh yeah. So. Geil. Das wäre mega. Also. Scheiße, das kann man jetzt auch gar nicht mehr toppen. Weil ich hatte auch noch... Ja, und da sind wir auch schon wieder. Neuer Akku, neues Glück. Ja, geil. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Du wolltest gerade sagen, das kann man nicht toppen, warum nicht? Ja, weil also ich finde eine viel geilere Geschäftsidee als das gibt es gar nicht. Auch, es gibt auch nicht ein viel geileres Game als das, weil ich meine, guck dir mal den App Store an, da ist doch nur Scheiße irgendwie. Top 50 oder so, das ist alles so Kacke. Obwohl also, eins spielen wir im Moment. Also ich. Okay, das ist geil, hast du recht. Ja. Das ist aber schon echt geil. Und butterweiches Crawling. Ja, auch ein super, total geil, innovativer Titel, der überhaupt nicht an irgendwelchen erfolgreichen Spielen angelehnt ist. Grafisch auch. Grafisch auch gar nicht, ja. Ja, erinnert so ein bisschen Minecraft-mäßig, ja. So Pixel-Scheiße. Ja, aber heißt ja auch nicht Minecraft, heißt ja Mineshaft. Ja. Aber ist geil. Ja, gib mal einen Mineshaft. Es geht um einen kleinen Bergmann, der in einem Fahrstuhl sitzt. Du brauchst nur den Daumen. Du hältst dein Telefon und er fährt. Du drückst einmal, er fährt mit der Gondel runter, mit einer TNT-Stange. Ja. Du musst gedrückt halten, dann gehen oben und unter dem Fahrstuhl so Bremsbacken an das Seil, dadurch bremst er ab. Du musst so abbremsen, dass du eigentlich kurz vorm Boden stoppst, aber nicht zu schnell, sonst geht er kaputt. Aber auch nicht zu langsam, sonst explodiert diese Dynamitstange schon im Fahrstuhl. Also hochkriminell und gefährlich, ja. Die ganze Nummer. Im Moment, wo du auf 0 km/h kommst, setzt er diese Dynamitstange ab, die explodiert, dadurch wirst du nach oben katapultiert, dann musst du aber auch wieder drücken
um nicht aus diesem Fahrstuhlschacht rauszukatapultieren. Ja, genau. Ja. Also du musst drücken, beziehungsweise er fährt dann von alleine runter, drücken, bremsen, loslassen, der wirft die ab, wird nach oben katapultiert, wieder drücken, bremsen. Also du brauchst immer nur den Daumen. Bremsen, 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 bremsen. Und dann ist der Trick, durch die Dynamitstange wird der Schacht immer tiefer. Dadurch rauscht er immer schneller runter, weil es wird die Fallgeschwindigkeit wird immer erhöht. Und nachher gibt es auch noch dicke Bomben. Dadurch wird der Druck in dem Kessel da oder von diesem Dings erhöht und du feierst viel schneller in dem Schacht nach oben. Ja. Ich glaube, du hast den Score im Moment. Ja, und mit 700? Nee, 677. 677 Meter, der Bro. Ich bin bei 620. Und geiler Sound. Geiler Sound. Aber mal richtig geiler Sound. Auch geile Lieder drin, also wenn man jetzt verreckt oder so. Oder auch wenn man das Spiel startet, richtig geile Songs dabei. Soll ich das Intro mal anmachen? Intro anmachen wäre geil. Extra für euch, hier ja. Exklusiv. Also okay, diese App wäre dann auf Platz 2 wahrscheinlich. Es ist diese App. Und ich mache es mal an. Oh, er fährt schon. Und er ist schon gestorben. Also geiler Sound auf jeden Fall. Ich drücke nochmal. Es geht hinab. Oh, ich war wieder zu langsam. Also nochmal. Ich kann es ja. Nein, Werbung wollen wir nicht. Es geht nochmal los. Oh, ja. Ja, das war alles nichts. Ja, also und so kommt man dann irgendwann auf die, was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, ich bin bei, 602 bin ich nur. Ja? So. Der arme Grubenmann, Junge, jetzt ist er schon wieder gestorben. Geiles Game. Ja, sehr gut. Kann man nur empfehlen. Also, mega. Für zwischendurch? Wunderbar. Und es schärft ja auch die eigenen Skills, also Konzentration, Daumenbewegung, ja. So. Entfernungsmessen, ja. Abschätzen können, Distanzen. Distanzverhalten. Ja. Und auch hier gerade im Ruhrpott, es hat was mit hier Tradition und Bergbau zu genau. Tun, ganz klar. Ja. Man weiß auch, so wird das früher gemacht. Also wenn neue Schächte irgendwie und man musste immer tiefer gehen, dann lief das so. Ja, genau so. Ja, aber zurück zum Thema, meine Ideen noch, weil wie gesagt, ich hatte zwei. Die eine war ganz spontan jetzt auf der Fahrt hierhin, ist sie mir in den Kopf gekommen, denn der Bro hat mir irgendwie wieder so komische Nachrichten geschrieben beim Fahren. Also nicht, dass ich beim Fahren aufs Handy gucke, an der Ampel davon auch nicht. Als ich beim Getränkemarkt war, habe ich aufs Handy geguckt. Und da, also aus dem Fahrzeug Kraftmobil ausgestiegen bin. Ja, und da stand dann Körbelwurst. Körbelwurst. Ja. Das hat mich erinnert an ein Hörspiel. Aber das ist eigentlich der zweite, der kommt. Das Thema davor, was ich erst noch sagen wollte. Jobidee. Garantiert, also deswegen sage ich auch, man kann Millionär werden. Milliardär gar. Es kann auch ganz günstig sein. Relativ egal. Folgendes. Also es gibt Varianten davon, aber im Prinzip geht es immer um dasselbe. Entweder Spieleentwickler, also ich meine jetzt nicht die Spackos, die programmieren und hier irgendwie IT-Zeug da studiert haben müssen, sondern also der Ideengeber, ja, für ein Spiel, also ein Spiele-Designer, sagen wir mal, oder auch Drehbuchautor oder von mir aus auch Romanautor. Hörspielautor? Das geht auch. So, weil man weiß ja, gerade Drehbuchautoren, die verdienen ja unendlich Kohle. Nein, man kriegt das ja mit hier Demonstrationen, die kriegen alle nicht oder so. Aber folgendes, die geile Sache ist, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt hier Hörspiel-Vinyl-Autor, ja? Ja. Dann kannst du machen, MC-Hörspiel-Autor. Oh, für einen MC auch geil. Du kannst machen, was du willst. Du kannst die abgefahrensten Ideen und Dinge irgendwie im Kopf haben. Du kannst alles machen. Du kannst dir Storys überlegen. Alles kein Problem. Du kannst dich verwirklichen. Du kannst da einbauen, was du willst. Du Komm bist mal auf der Herr davon. Alter, was willst du denn jetzt? Das einzige erzählen? Problem an der Sache, beziehungsweise der einzige Skill, der vorhanden sein muss. Ja. Deswegen sage ich ja, beim Schreiben brauchst du kein Skill. Du kannst schreiben, was du willst. Problem ist, du musst jetzt nur genau den Spasti finden, oder diesen Verlag oder so, der dann sagt, yo, das produzieren wir. Und dann läuft das. Mehr nicht. Ganz einfache Nummer. Ah, ganz einfache geile Nummer. Idee. Ja.
Also probieren wir einfach mal alle. Einfach mal, ja, haut rein. Also ich weiß nicht, hier die großen Verlage in Deutschland, Quatsch, nicht Verlage, direkt Filmstudios. Oder, deswegen sagte ich auch Spieleentwickler. Ihr kennt das, AAA-Dinger hier so, GTA 5 hat 300 Millionen gekostet oder so. Das heißt, man sieht ja, da steckt richtig Kohle drin in den Games. Du musst nur die Idee damals gehabt haben zu GTA 5 oder zu GTA 1 wahrscheinlich so von wegen, oh, du musst durch die Gegend laufen, Autos klauen, andere Leute kaputt machen oder so. Mega. Der Typ, der sich das ausgedacht hat, der wird jetzt aber sowas von mehrfach Multimillionär sein, Junge. Das stimmt. Gar kein Problem. Ne? So, also, deswegen einfach nur, du kannst auch schreiben, was du willst. Ist kein Problem. Du musst nur den Typen finden, der das dann produziert und macht. Und dann läuft das. Ja, aber Junge, da kannst du ja dann auf alles irgendwie. Da könnte ich ja sagen, du musst einfach nur die geilste Bockwurst von allen erfinden, die an den richtigen Spassel bringen, an den richtigen Wurstverlag. Nee, aber der bringt da die geht's raus ja, und dann alle essen nur noch die Wurst, dann bist du ein Wurstmilliardär. Nee, weil da geht's ja schon los. Einfach mal so die geilste Bockwurst erfinden oder so, geht ja nicht. Weil da musst du irgendwie geschmackstestmäßig was machen. Du musst dich mit der Materie auseinandersetzen. Du musst irgendwie gucken, oh ja, schmeckt so, das auch? Nicht. Nö, da schreibst du einfach irgendeine Scheiße auf. Ja, du musst schreiben können. Ja, nee, guck dir doch mal die ganzen Filme und Sachen und auch Computerspiele, die sehr erfolgreich sind, guck dir die doch mal an. Die sind doch teilweise super scheiße einfach. Also was ist denn die Story bei... Also hier irgendein Call of Duty Teil. Ist die Story da wichtig? Nö. Trotzdem, Junge, ja, geht da ohne Sau. Story geht da gar nichts. Ach, Arsch geleckt. Immer Story spielen, Junge. Völlig egal. Die wird nicht so komplex sein, dass man irgendwie das studiert haben muss. Sondern da muss einfach nur einer gesagt haben, hier Knarre rumrennen, alle kaputt schießen, so. Ja. Headshot-Bonus. Messern. Ja, ist dann damit an den Spieleverlag gegangen. Monsterkill. Er ist dann in den Spieleverlag gegangen, hat gesagt, Junge, hier, also in ein paar Zeilen einfach aufgeschrieben, hier so. Die direkt gesagt, alles klar, machen wir. Und zack. Headshot. Mega Spieleserie. Einfach so. So, aber ich sehe schon, wenn dir das nicht reicht an Vorschlag. Was ist da eigentlich in diesem Gefäß? Toffee, Junge. Oh. Körbelwurst, Toffee, ich reiche es dir mal rüber. Also das echte, nee, gar nicht. Nicht das echte, was hier, sondern das alte, was wir eben machen. Vielleicht von an. Vielleicht auch einfach noch, ja. Vielleicht einfach auch nur das richtige Liquid erfinden, was alle rauchen. Ja. Und dadurch dann. Oder aber, wenn wir jetzt mal eine Stufe weitergehen, etwas abgefahrener, und dann sind wir nämlich beim Körbelwurst. Du musst einfach Folgendes machen. Und es geht, weil es liegt noch in der Zukunft. Es ist noch nicht passiert. Also in den Storys ist es zwar in der Vergangenheit, aber es ist ja nur Theorie und es ist ja noch in der Zukunft. Du wirst einfach Perry Rhodan. Weil... Perry Rhodan übrigens, wenn du der bist, dann bist du ja eh unsterblich und kannst ewig alles machen. Was kann der nicht hier da einfach mal machen? Also hier Startgründen, sich über alles hinwegsetzen, einfach mal machen. Einfach der geilste Typ von allen hier. Die dritte sein. Macht. So. Ja, einfach mal so. Also, einfach machen. Du musst da könnte es dran scheitern. Ist ja nicht so, dass der überhaupt keine Skills gehabt hat, weil, dass der in diese Position gekommen ist, liegt ja daran, dass er schon, was ist er gewesen, Astronaut oder Testpilot oder sowas? Ja, aber er hatte doch die Indoktrination. Aber an die ist er ja erst gekommen. Weil er durch Crest. Ja, durch seine Karriere als, also anders, wäre er nicht Astronaut oder Testpilot, ich weiß nicht mehr, was von beiden war, wäre er das nicht gewesen, dann wäre er ja niemals dahin gekommen. Das heißt, das Problem ist... Er war ja auf dem Arkenkreuzer. Ja, aber wie ist er denn da hingekommen? Er wollte auf den Mond. So, er sollte eigentlich mit Bully, war der von der US Air Force, nicht war er erst, aber dann US, wie heißt die nochmal hier im Weltraum, die Spassen? NASA. Erdumrundung, dann irgendwie Störsignale, Absturz, gelandet, Mondfahrzeug gefahren, gescannt, irgendwas ist da. Ja, auf dem Weg dorthin mit irgendeinem mysteriösen Hitzestrahl die Empfangsantenne zerstört. Über eine Düne geschaut, Bulli gesagt, da können wir nicht hin, ein kugelundes Riesenobjekt, ein Arkenzerstörer. Es war aber nur ein Beiboot.
Das richtige Junge, das war schon riesig. Ja, aber du hast doch die Stardust war da viel zu klein. Du und das war schon großes Ding, Junge. Und da haben die gedacht, Alter, was ist denn das? Und dann da rein und Arken, da rein und Crest getroffen. Alle anderen nur am Computer am Spielen, weil total irgendwie benebelt. Und Crest aber hatte Leukämie. Dann natürlich gesagt, komm, wir nehmen den Bit hier runter. Wir haben dann nämlich noch einen Typen, der ist Arzt und hin und her. Der hat ihn natürlich dann geheilt. Und weil die das dadurch haben die dann komischerweise lächerlich. In der Wüste Gobi, glaube ich. Ich meine auch, die haben das gekauft dann, das Gebiet. Ne? Nein, die sind einfach runter und haben das. Oh ja, aber hinterher haben die das gekauft. Und dann war es die dritte Macht. Ja, aber die haben das Gebiet, glaube ich, gestellt gekriegt. Die haben das gekauft. Aber erstmal sind ja alle Mächte, haben sich vereint, gegen ihn zu kämpfen. Was sie ja nicht geschafft haben. Ja, die wollten das nicht einfach. Weil er im rechten Moment haben sie dann den Crest aus seinen, auf seinen Tiefschlaf geholt und der hat dann das Reparaturprotokoll gestartet, um diesen Schutzschild doch mal zu reaktivieren. Dadurch ist das eigentlich alles dann ins Laufen gekommen. Nur mal so jetzt. Ja, Problem bei der Geschichte nur, du musst in irgendeiner Form was mit der NASA zu tun haben und oder Raumfahrer sein, weil sonst wird das schwierig. Sonst kommst du nicht so leicht auf den Mond. Und du musst das sein Perron. Eigentlich ein Lude, der keine Perlen hat, aber vom Typ her. So. So Draufgänger. Ja, ja. Und dann, Macher. Und dann kannst du einfach alles machen. Erste Reihe Typ. Ja. Ähnliches Beispiel, wem das jetzt mit Perron nicht so läuft oder wer sagt, das ist mir zu abgedreht, kennt jeder und der bringt wieder genau den Skill, den nämlich viele haben. Captain Kirk. Jetzt nicht lange wieder die Story von Star Trek. Aber also man könnte jetzt ja sagen, ja Skill, du musst auch erstmal hier Sternflottenakademie absolvieren, du musst irgendwie dich da weiterbilden, keine Ahnung. Brauchst du alles nicht, weil die Sache ist ja, Captain Kirk regelt seine Sachen ja nicht durch irgendein supergeiles Wissen, sondern einfach, weil er der Captain ist. Es gibt Folgen, da sind zum Beispiel Leute, die stärker sind als er, denen wird einfach auf die Schnauze gehauen oder alle werden irgendwie Mind-Control-mäßig übernommen oder so, aber er nicht, weil er ist der Captain. Ja. So. Also, wer Captain Kirk, Junge? Kannst du machen, was du willst. Ja, und dir gehört auch ein fettes Raumschiff. Und das Eier ist im Prinzip auch so wie Nudel. Also, Karre ist das Raumschiff. Das Problem ist nur, als Captain am Start kannst du es dir nicht leisten, mit irgendjemandem von diesem scheiß Besatzungsweibern darum zu machen, weil du der Captain bist. Ja, dann immer Landurlaub. Oder immer schön die Aliens alle. Ja. So. Raumschiff Warrior, Voyager oder Deep Space Nine. Das hatten wir schon mal. Ich sage ja ganz klar Voyager. Hammer. Ich sage ganz klar, also das Hammer. Deep Space Nine auf jeden Fall, weil geil Ferengi und so. Aber hier Voyager, allein der Captain geht ja mal gar. Aber es wie heißt die alte Schlampe? Janeway. Gangway. Weißt du, sowas schon. Aber schlecht. Es gibt alleine einen einzigen Unterschied zwischen Deep Space Nine und Voyager, der für Voyager spricht. Das eine ist ein Raumschiff. Und das andere Hallo nicht. Deep Space Nine ist eine Megastation. Ja, aber es ist kein Raumschiff. Mit 1000 Raumschiffen an Bord. Kann das Warp 1? Ich denke nicht. Nee, aber genug Dinger, die da dran angekommen sind. Ja, aber das ist doch total langweilig. Nein. Das ist eine Raumstation. Es ist ja ein Mikrokosmos für sich, da passiert doch viel mehr. Nee, weil es eine Raumstation ist. Das Ding kann doch nirgendwo hin. Es kann doch nirgendwo hinfliegen. Das ist doch völlig beschissen. Auf dem Sonar. Oh, Solantrieb auf 5. Ja, Commander, noch 96 Milliarden Klicks entfernt. Ja, auf den Schirm. Sowas haben wir noch nie gesehen. Es ist ja auch eine andere Galaxis. Das hast du doch in den Folgen letztens gesehen. Es sieht aus, als würde es sich verändern. Sehr eigenartige Kreatur. Ist es eine Kreatur? Man weiß es nicht. Scannen. Tiefenscan. Tiefen-Ultra- Weltall-Scan. Weißt du, was geil ist bei der ganzen Star Trek-Nummer und wieso diese Luden-Nummer klappt? Der Captain, der muss gar nicht die eigene Crew, weil diese ganzen Alien-Völker und so, das sind ja nicht irgendwo hier mit 1000 Tentakeln, gibt's glaube ich auch, aber die sind ja eigentlich immer alle humanoid. Eigentlich schon, und die sprechen komischerweise auch alle immer in die Sprache. Amerikanisch. Ja, sicher, Junge. So, das heißt, also eigentlich leichtes Spiel. Also für den Captain sowieso. Ist das eigentlich so, dass sie, also die sind ja auf der Reise, bei Voyager könnte ich das noch verstehen und Deep Space Nine, dass sie auf einmal alle die Sprache sprechen, weil das ist dann die nicht die Weltsprache, sondern die Universalsprache, Interstellarsprache. Ja, so Föderation-Dings halt. Jahrtausende, Millionen, Generationen, Jahrtausende hat sich das irgendwann, weil immer durch irgendwelche
Wurmlöcher und so, immer Kontakt war, irgendwann so eine eigene Sprache, interstellare Sprache, vielleicht mit so ein paar Akzenten, aber sonst alle sprechen die gleich. Ja. Klar, aber Star Trek, Next Generation auch, so voll schlecht, im Universum auf der Suche nach dem Unbekannten, landen auf dem Planeten und die sprechen dann auf einmal halt amerikanisch. Ja, die Sache bei, also bei Next Generation ist ja schon mit Technologie, das wird irgendwie übersetzt. Aber bei dem normalen Star Trek, also bei Captain Kirk, da ist schwieriger. Die Sache ist nur, nicht mit kleinen Scheiße aufhalten. Weil ich sag mal, es wurde sich ja um vieles Gedanken gemacht, zum Beispiel Chekhov, man hört direkt, es ist eigentlich ein Russe. Ja. Ja. Was ja angedeutet ist durch diesen Akzent, ich meine auch, er spricht amerikanisch, kein Problem, aber halt mit russischem Akzent, so, um anzudeuten, wir sind alle noch Individuen, es ist auch alles unterschiedlich, aber wir haben uns darauf geeinigt, amerikanisch, so. Und, nee, ich glaube, das war anders. Also es ist zu der Zeit so Kalter Krieg und so, einfach mal, um den Russen zu zeigen, geilere Serie und eure fetten Wissenschaftler sind einfach mal, haben sich verpisst, Fahnenflüchtige und sind jetzt zu uns auf die Enterprise gekommen, so. Meinst du? Nicht eher ein Akt des Entgegenkommens, Handreichen, zeigen, wir können auch alle zusammen. Nee, das würde ja auch sagen, weil was ist der Chekhov? Der ist auf jeden Fall, glaube ich, kein Offizier. Also der ist nichts Geiles. Der ist einfach nur. Ist ja auch ein Russes, ja klar. Ja, genau. Ja. Mechaniker ist der doch. Echt? Aber dann auch kein guter, weil Scotty ist doch der richtige Typ. Der kann doch alles. Stimmt, Chekhov ist doch der Typ einfach an der Konsole. Der will doch, glaube ich, immer was mit der Braun da anfangen, oder? Echt? Wie heißt Uhura? Ich weiß nur, der gibt immer so geile Sprüche, der sagt dann so, also bei uns in Russland hatten wir ja früher, und dann kommt immer so eine Sache, wo klar ist, das ist ja nicht Russisch, sondern irgendwie amerikanisch oder Englisch oder so irgendwie. Also der alte große russische Theater Schriftsteller, Shakespeare, sagt er dann, aber so, weißt du, dass man immer so, und alle dann immer so, weil jeder weiß ja, ist nicht Russisch, aber für ihn schon, so. Und das haben die dann nochmal aufgefasst. Echt? Worf macht das auch. Ehrlich? Mit dem, ja, der große klingonische Meister, bla bla bla. Und man denkt direkt so, hey, Junge, Deep Space. Deswegen habe ich diese Scheiße nie geguckt. Nee, du hast nur Deep Space Nine geguckt, weil es eine Raumstation ist. Ich habe nur, beim letzten Mal wollte ich einfach anfangen. Also diese ganze Star Trek-Scheiße ist überhaupt nicht meins. Also ganz ehrlich, habe ich, bis auf die Filme, die fand ich cool, aber sonst Serien, kein Next Generation, nicht die ersten Mal, ein bisschen hier mit dem Deli. Kein Voyager, weil eine Olle als Captain geht schon mal gar nicht. Also da bin ich noch alte Schule, da haben Weiber nichts am Steuerknüppel zu suchen. Das muss ein Chef sein, bei Ludo und so. Dann haben wir noch Deep Space Nine, fand ich ganz lustig, deswegen, weil diese Ferengi-Typen, finde ich einfach geil, weil auch irgendwie so ein Lude-Typ. Ich weiß nicht, mich zieht es immer wieder zu diesen. Aber die Ferengi sind auch kein Luden. Ja, aber die gehört doch. Das ist doch aber eher die Arschkriecher. Nein, dem gehört doch das Spielcasino und macht immer hinten rum so. Ja, hinten rum und immer schön, was die Leute hören wollen. Alle immer so, ja, ach komm hier, ja, machst du nochmal einen. So. Ja. Ja, aber das ist da eher die Arschkriecher-Nummer. Nein, das ist keine Arschkriecher. Klar ist das die Arschkriecher-Nummer. Das ist keine Arschkriecher-Nummer. Das ist mehr so der Demagoge. Nee, so. Es ist einfach der Arschkriecher. Nein, das ist nicht der Arschkriecher. Nur weil du die Skills nicht beherrschst. Nee, du beherrschst ja, du sagst ja selber, dass du ständig die Arschkriecher nochmal einsetzt. Eine Arschkriecher? Ach nee, das war ja bei den Punkten bei der Frau. Ich dachte bei seinem Job. Er hört auch nicht zu. Klar. Der Gehörlose. Der Gehörlose unter den Blinden. Was macht der dann genau? Ja, nix. Ja. Aber ist bestimmt geil. Lieber gehörlos oder lieber blind? Also auch wenn ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Ja, aber wenn es gehörlos ist, wird das schwierig. Ja. Aber jetzt lieber gehörlos oder lieber blind? Also wenn jetzt einer sagen würde, du kriegst jetzt hier irgendeine krasse Behinderung, du darfst wählen. Entweder du darfst dein Leben lang hörst du nichts mehr oder dein Leben lang siehst du nichts mehr. Was willst du wählen? Also nicht sehen ist, glaube ich, schlimmer als nicht hören. Glaube ich auch. Du musst bei dem nicht hören nur überlegen. Und dann wird es ja auch echt scheiße mit Gleichgewichtssinn, Koordination, ähnlichem Autofahren. Wieso? Taube okay, Menschen haben ja auch kein Problem mit dem Gleichgewichtssinn. Das kann ja, in das Innenohr kann ja noch funktionieren. Nur ja, aber dann die volle Nummer. Also richtig scheiße, weil sonst ist das zu stark. Sonst sagt jeder irgendwie, ja, nee, blind auf keinen Fall. Ja, dann kannst du ja nicht mehr laufen. Also, lieber blind gesehen, oder lieber gehörlos? Du bist ja nur am Kotzen, weil dir ständig schlecht ist. Dann doch lieber blind? Was ist denn mit dir? Nie wieder essen oder nie wieder ficken? Ich glaube, es kann nur eine Antwort darauf geben. Ja. Weil es ist egal, was du sagen würdest, nie wieder essen funktioniert nicht. Nein, nicht, ich meine nicht mit nie wieder essen, sondern nie mehr was schmecken. Weißt du, also, du, so, also immer nur so aufnehmen, essen, aber ja, du schmeckst rein nichts.
so als wenn du voll die verschnupfte Nase hast und merkst nur, ist heiß oder kalt, schmeckt nichts, aber das ist noch tausendmal schlimmer. Oder diese Krankheit gibt es ja da wirklich, das ist richtig schlimm, wenn du was, die gibt es wirklich, diese Krankheit, boah, das muss der absolute Horror sein. Du isst was und es schmeckt immer ranzig oder vergammelt. Das ist boah, irgendwie ist so. Aber eine, noch viel beschissener als du schmeckst einfach. Richtig, so, eigentlich das ist dann aber so mal richtig scheiße. Also, was ist denn mit Trinken? Also wenn du Nahrung... Ich glaube, die Geschmacksnerven, da ist irgendeine Synapse falsch. Irgendwas nach Unfällen gibt es das da, dass Leute dann da... So. Boah, das wäre aber total... Also, ich glaube sowieso, dieses... Also, man würde jetzt normalerweise sagen, lieber nehme ich nie wieder essen, statt nie wieder ficken. Also jetzt nie wieder Geschmack und so. Die Sache ist nur, man weiß ja im Alter oder so, ne? Also jetzt als 85-Jähriger... Es ist, glaube ich, eh nicht mehr so geil mit Ficken. Nur noch Google Fix sehr wahrscheinlich. Das geht immer. Ja, Junge, das. Auch noch in 40 Jahren wird diese App erfolgreich sein. Ne? Aber Essen ist dann so das Letzte, was dir noch geblieben ist. So eher. Weißt du? Oder wenn man dann mal im Knast sitzt. Alle Freuden des Lebens sind weg. Aber Essen, ja, wobei Essen ist da wahrscheinlich auch nicht geil. Aber es ist immer noch besser als nichts. Schwierige Nummer. Ja, ganz übel. Ja. Finde ich auch. Also ich wäre da so ein Halb-Halb-Typ. Lieber 2 Wochen nicht ficken und dann 2 Wochen scheiße schmecken. So? Wenn man die Wahl hätte. Und dann kommt wieder aber der halbe Monat, wo du geil fressen kannst und geil ficken kannst. So, dann weißt du immer so, boah, fuck, jetzt kommt wieder diese scheiß 2 Wochen, wo gar nichts geht. Und danach wieder, yeah, geht das wieder ab. Aber in den 2 Wochen sagt deine Frau so, boah, Junge, jetzt mal sagen, ich habe nichts eingekauft, wir haben auch keinen Bock zu ficken. Boah, Junge, dann ist das aber richtig scheiße. Ja, weil sie weiß das ja auch nicht. Also du hast das für dich irgendwie so als irgendeine Vorgabe. Sie muss halt da mitspielen. Wenn nicht, ja, Junge, dann ist aber richtig scheiße. Du darfst das auch nicht sagen, weil sonst ist beides für das immer. Nicht mehr. Oh, ja. Sonst ist der Fluch, dass du beides für immer hast, wenn du mir davon erzählst. Oder dann ist das mit dem ranzig. Ja. Das ist dann der Fluch. Ja, ranzig, ich sag ja beides. Dann, wenn du das ihr erzählst, wirst du nie wieder Ficken in dein Leben und du wirst für immer ranzig schmecken. So. Also ich finde die Nummer mit dem ranzig schmecken echt hart, weil selbst wenn ich mir jetzt überlegen würde, also 2 Wochen immer geil mit Geschmack, aber dann wäre klar, boah, die nächsten 2 Wochen, ey, selbst wenn ich mir eine Zahnbürste in die Fresse stecke, mit irgendwie Minzzahnpasta, denke ich, ich habe so einen faulen Fisch oder so. Alter, das geht aber gar nicht. Immer so, oh. Ja, Junge, wie soll das? Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn, wenn man Wasser trinkt? Ist das dann auch noch so? Keine Ahnung, es gibt diese Krankheit. Das ist ja völlig bekloppt. Da muss es doch irgendein Mittel geben. Keine Ahnung, Junge. Dann ist besser, glaube ich, gar nichts zu schmecken. Boah, auf jeden Fall. Völlig abgedreht. Alter, geht gar nicht. Deshalb. Sehr wahrscheinlich kannst du dann Scheiße fressen und es schmeckt auch Scheiße. Ja. Also, wäre dann aber ganz cool für Nährstoffaufnahme, oder? Weil es ist eben, ja, wenn es doch, nee, da ist ja nicht mehr viel. Das ist ja nur Abfall, das sind ja eigentlich mehr die Giftstoffe. Das ist dann auch wieder schlecht. Alter, was ist mit dir hier? Scheiße Fresse, was ist denn mit dir? Überlebenstaktiken. Ah, so. Der Kotnascher. Aber erst so ein Marzipan-Schweinchen formen. Boah, Junge, jetzt wird's aber eklig. Ja, du hast angefangen mit Scheiße und du Nährstoffaufnahme. Bist voll da drin und ja, weil ich mir das vorstelle, wie du das stellst und dann so. So. Alter, ich sowieso nicht. Ja, wieso denn ich? Ja, hat auch niemand gesagt, du, aber ich nicht. Niemand wollte hier Kotnaschen. Das ist der Kotnascher. Sagt der Arschkriecher. Ja, besser darum kriechen, als die Scheiße zu fressen. Das ist wohl wie so ein Regenwurm, der sich auch durch die Erde frisst. Ich würde hier nur hinterherkehren, hätte den Tunnel gefressen, ist so vor mir und ich dann immer hinterher. Genau, weil man weiß ja auch, dass dann ich nämlich der zweite Mann und immer so Grubenlampe auf, so hinterher, überhaupt nicht so bloß nicht an die Wand kommen, weil immer noch so ein paar Reste und dann immer so, hey Teddy, wie geht's vorwärts? Und dann immer so, Moment, so. Alter, ist der bescheuert. Man weiß ja auch, oh Junge, einfach nur. Sind wir denn schon da? Nein, das. Alter, was hat der für Ideen, Junge? Was ist bei... Was läuft da gerade ab in dem Hirn? Alter, ist das geil! Was läuft da in dem Hirn ab? Und alles in diesem engen Schacht. Boah, fuck, Junge, völlig ist das eng hier und so warm. Einfach nur völlig bescheuert. Boah, bist du scheiße, Alter. Ich bin so geil. Sorry, Bro.
Du wolltest doch immer mal erste Geige sein, da könntest du es mal zeigen. Da sind wir wieder beim Thema Luden, Junge. Meinen, man wäre erste Geige oder es tatsächlich sein, sind aber Riesenunterschiede, mein Freund. Genau, aber du hast ja gerade gesagt, du wärst es ja in Wirklichkeit, also würdest du ja auch die Marschrichtung vorgeben. Exakt, aus dem Grund wäre ich ja da dann dahinter. Man muss die Marschrichtung nicht vorgeben, wenn man vorne ist. Du sagst dann mehr so, da geht's lang. Ja. Okay. Geh mal ein bisschen weiter links und du vorne. So. Alter, ja, bei mir ging das auch wenigstens schneller, weil ich würde die Scheiße einfach fressen. Er wird ja erstmal wieder so einen Haufen nehmen, Marzipanschneidchen. Jedes Mal ein Marzipanschneidchen. Das wird ja ewig dauern. Ja. Oh, was schlecht. Alter, was schlecht. Oh Gott. Ja, also das wären halt unsere Themen. Kurz und knapp, wie immer, auf jeden Fall. Wissenschaftlich fundiert. Und jetzt, also ich vermute, wir kommen so langsam zum Ende. Ja. Dann steht jetzt Folgendes an. Ein Thema für den anderen, wozu er bis zum nächsten Mal wissenschaftlich fundiert natürlich Antworten finden muss oder Fragen finden muss. Weil kann ja so und so, weil wenn du sagst, hier Fliesenabteilung Baumarkt, 5 Fragen, die du dem Otto da stellen würdest. Das wäre dann eher das Thema Fragen und nicht Antworten. Wobei dann müsste man wissenschaftlich recherchieren, warum man dann diese Fragen stellen würde oder was man sich dabei gedacht hat. Komm, wir müssen da schon ein bisschen mit Inhalt füllen. Ich check das nicht. Also, ja, was checkst du nicht? Das war also doch dein Vorschlag, Junge. Da wird jetzt einer schreien, pass auf, Pfeife soll die Frage stellen? Beispiel, du musst doch, einer von uns muss doch jetzt erstmal. Ja, pass auf. Ich habe das jetzt so verstanden. Irgendeiner schreibt da drunter. Wir nehmen jetzt das nächste Thema. Seid sich jetzt mal fest, weil da hätte ich einfach Bock drauf, mit dem mal drüber zu reden. Verkäufer. Einzelhandel irgendwie oder Großhandel ist scheißegal. Verkäufertyp. Irgendjemand. Baumarkt. Autos auch immer Autos geil. Oh ja. Reformhaus. Wilder Westen, Tinkturen. Genau. So. Kann auch übergreifend jede Renaissance kann das sein. GW-Mitarbeiter so. Und dann schreibt ihr einfach darunter, Phil bzw. Pfeife, stelle Delly mal diese Frage, bla bla bla. Darauf muss Delly dann natürlich sich eine Antwort überlegen. Oder da steht, Pfeife, gebe diese Antwort. Und daraufhin muss Delly sich dann aber die Frage überlegen. Auch sehr gut, ja. Wie könnte, er wäre dann in dem Fall der Verkäufer sehr wahrscheinlich. Mhm. Und die Antwort wäre zum Beispiel, kann man nur schwimmen verlegen. So, und dann müsste er die Frage haben. Ja. Als Kunde. So. Ja. Habt ihr verstanden? Oder sonst erklär das nochmal vielleicht. Nö, ich finde das relativ logisch. Okay. Also, Thema haben wir jetzt vorgegeben, Verkäufer. Das ist das grobe Größte. Ja. Und euer Job ist es jetzt, man könnte es Anregung nennen, weil es kann eine Frage, es kann eine Antwort sein, ne? Ganz konkret irgendwie. Ihr könnt das auch ausschmücken, ihr könnt auch hinschreiben, stell dir vor, du bist in einem Supermarkt, ein Typ räumt Regale ein, gerade Student, und dein Job ist es jetzt zu fragen, habt ihr auch Nüsschen? So, oder anders, spielt die Szene, Delly fragt du, habt ihr auch Nüsschen? Pfeife, wie reagierst du? So, also das steht ja dann natürlich nicht, wie reagierst du. Steht einfach nur, frag, habt ihr auch Nüsschen? So, und dann ist es an uns zu überlegen, was machen wir da draus? So. Boah, voll kompliziert, ne? Also, kann man das nicht vereinfachen? Also, da ich davon ausgehe, dass keiner von euch... Dinge zu. Ich glaube, keiner wird da irgendwas schreiben, vielleicht 1, 2 oder so, weil das einfach voll abgedreht ist. Mhm. In dem Fall, dass ihr da keinen Bock drauf habt und da auch nichts schreiben werdet, wovon ich mal ausgehe, weil das einfach behindert ist, würde ich trotzdem gerne das nächste Thema einfach an dich stellen. Verkäufer. Hast du schon gesagt. Und mein Job ist dann jetzt was? Ich überlege mir 5. Einfach nur Sachen, die dich schon immer, die du festgestellt hast oder Sachen. Oh, wir ja. gehen einfach Einzelhandel, fertig. Ja. So, dann reden Verkäufer wir. Einzelhandel ja. läuft. So. Ja. Überlegst du dir mal 5 Fragen, die du mir stellst? Ja. Und 5 Fragen an dich. Das ist sehr gut und so wisst ihr auch schon mal fürs nächste Mal,
Thema Verkäufer Einzelhandel. Einfach so. Was wir da draus machen, das seht ihr genau dann, wenn ihr dieses Video guckt. Weil, nochmal zur Erinnerung, Thema heute waren Jobs und Ideen, um Geld zu Geschäftsideen, machen. Um Geld zu machen. So, das war heute das Thema. Beim nächsten Mal Thema Verkäufer Einzelhandel. Ja. So. Finde ich gut. Ich glaube, ist ein geiles Thema. Oh ja, ist ein richtig geiles Thema, Junge. Verkäufer geht immer. Wenn einer von euch Verkäufer ist, gerne dazu was machen. Ja. So vom Pro. Ja. Na, Ende hier. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so lange hatten wir noch nie eine Arbeit. Doch, denke ich schon. Also für die, die es bis jetzt durchgehalten haben, wieder hohen Respekt. Ja. Gefällt mir, geklickt, Daumen hoch, alles am Start. Daumen hoch, Daumen geilsten. Runter, scheißegal, wir nehmen auch, alles auch auf. Alles gut. Daumen runter wäre auch geil. Wir haben ja schon mal gesagt, wenn wir das Video so werden, mit den meisten Daumen runter irgendwie, weil das alles voll. Also macht einfach, worauf ihr Bock habt, aber am geilsten ist immer nochmal irgendwie was da drunter. Jetzt kommt die schon wieder rein. Das hast du jetzt nicht gemacht. Aber sie hat diesmal noch nicht mal was zum Fressen dabei. Die schon wieder? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ja, und jetzt? Ich wollte nur mal den aktuellen Stand hören. Alle Kinder da oben? Weiß ich nicht, zwei. Wow, ey. Und tschüss. Also, auf jeden Fall... Nur kurze Info, ich glaube nicht, dass man euch noch sehen kann, weil ihr seid eingeliefert. Ja, komm. Boah. Horror. So, scheiße, war fast perfekt der Cut mit jetzt Ende und jetzt wieder sowas. Deswegen, es liegt teilweise gar nicht in unseren Händen. Wir hatten uns vorgenommen, 5 Minuten heute zu machen, nur einfach mal kurz und knackig, eigentlich wie immer, aber noch etwas kompakter, ja, und das ist jetzt bei rumgekommen. Und es ist nicht unsere Schuld, also... Ich war aber gerade dabei, also Respekt an die, die jetzt durchgeguckt haben. Und Daumen runter, Daumen hoch, klar. Egal. Vergesst aber aus lauter Fun hier Daumen runter zu klicken, bitte nicht. Hier noch Fragen, ne? Ja, Verkäufer, Einzelhandel. So. So, ich bin jetzt raus. Ich auch. Ja. So, tschüss. Cool. Hier dein geiles Skateboard. Oh ja, warte, das nehme ich mit. Oh, Jungs, noch guck, das geht. Was ist das? Tschüss. Boah, ist das ein Scheißding, Alter. Kann man nur so was bestellen.